Wort der Kollege Sebastian Brehm. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, für uns ist die Familie mit bestehend aus Eltern und Kindern, aber auch die alleinerziehende Mutter und Vater, die wichtigste Grundlage unserer Gesellschaft und die Voraussetzung für ein Gelingen unserer Zivilgesellschaft. Und deswegen legen wir nicht umsonst als CDU und CSU besonderen Wert auf eine christliche Prägung der Politik, die Familie als Kern ansieht. Und liebe Kollegen von der SPD, Michael Schrodi, Frau Breymeier oder auch Sascha Müller von den Grünen, es steht uns, glaube ich, nicht zu, vorzuschreiben, wie die Familien entscheiden und zu sagen, wenn eine Mutter zu Hause ist oder Hausfrau ist, despektierlich so zu sprechen, sondern die Familien müssen immer noch die eigene Entscheidung treffen können, wie sie ihr Miteinander in der Familie, wie sie die Arbeitsaufteilung und wie sie auch die Einkommensaufteilung machen. Deswegen keine klaren politischen Vorgaben, was zu tun ist. Das ist die Freiheit der Familien. Und da kann man nicht sagen, das ist ein halt hergebrachtes Modell oder ein Old-Fashioned-Modell, sondern die Familien entscheiden. Und das ist richtig. Wichtig ist, dass die Kinder gut aufwachsen. Das ist das Ziel. Und deswegen kann ich auch nur sagen, im AfD-Antrag steht ja drin, Kinder sind ein Kostenfaktor. Und ich kann Ihnen bloß sagen, auch aus eigener Erfahrung, Kinder sind ein wunderbares Geschenk und ein wahrer Luxus und kein Kostenfaktor. Das ist eine falsche Betrachtungsweise. Wir müssen uns kümmern, dass wir alle Wege, die die Familie beschreiten, alle Wege unterstützen, damit Kinder aufwachsen, Bildung haben und in die Gesellschaft kommen. Und während ich so auf die Formulierung oder die Zusendung des Antrages gewartet habe, habe ich mal ein bisschen geguckt im Drucksachenarchiv, um nach einem ähnlichen Antrag der AfD zu suchen. Und ich musste feststellen, täglich grüßt das Murmeltier. So wie die Linke immer den Antrag auf Vermögensteuer stellt, so kommen Sie immer wieder mit dem Antrag Familiensplitting. Doch beide Anträge sind durch permanente Wiederholung nicht unbedingt besser. Ein Blick ist übrigens auch nicht viel substanziell Neues dazugekommen. Sie haben ein Gutachten aus dem Jahr 2013 als Studie herangezogen, also keine neuen Fakten, die es wert wären, überhaupt auch über das Thema, was durchaus interessant ist, auch zu sprechen. In Deutschland haben wir ein funktionierendes System aus Ehegattensplitting, Grundfreibetrag, Kinderfreibetrag und Kindergeld. Und wenn man Ihrem Antrag ein Stück näher kommt und das Kindersplitting-Modell anguckt, dann vergleichen Sie das ein Stück weit mit Frankreich. In Frankreich haben die ersten zwei Kinder 0,5 Splitting sozusagen, also eine vierköpfige Familie hat einen Splitting-Faktor von 3 und jedes weitere Kind hat einen Splitting-Faktor mehr. Aber schaut man in die Statistik, also vergleicht man sozusagen die Entlastungen zwischen Frankreich und Deutschland, dann sieht man, dass unser System bestehend eben aus Ehegattensplitting, Kinderfreibetrag, Kindergeld mehr Entlastung bringt als das System in Frankreich. Und deswegen bleiben wir auch bei diesem System, was wir in Deutschland haben. Und sie impliziert trotzdem weiterhin, dass sozusagen dieses Splitting-Modell besser wäre. So wie Sie es anlegen, entlastet es nicht die alleinerziehende Mutter, entlastet es aber auch nicht die Familie mit niedrigem Einkommen und vielen Kindern, sondern hat einen Fehlanreiz. Deswegen, wenn wir darüber diskutieren, dann müssen wir schauen, dass wir gerade die Familien mit vielen Kindern und niedrigen Einkommen entlasten. Und wir haben übrigens beim alleinerziehenden Freibetrag für das Jahressteuergesetz 2022 eine wesentlich höhere Entlastung gefordert, als die Ampelfraktion jetzt umsetzt. Wir haben das ja im letzten Jahr wesentlich erhöht, das haben Sie abgelehnt. Also wir hätten gerne den alleinerziehenden Freibetrag auf 5.000 Euro angehoben, aber das haben Sie abgelehnt. Also wenn Sie von Entlastungen sprechen, dann sollten Sie es auch umsetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel. Die Ampel hat ja angekündigt, dass das Ehegattensplitting bald Geschichte sein wird, so steht es zumindest in Ihrem Koalitionsvertrag. Nach den heutigen Reden habe ich ein bisschen Bedenken, dass Sie trotzdem politische Vorgaben machen, wie Familie durchzuführen ist. Und das darf nicht sein. Ich kann das nur wiederholen. Die Familien sollen die Freiheit haben, zu entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten. Und alle Wege sind die richtigen Wege. Deswegen glaube ich, sollten wir da keine politischen Vorgaben machen. Und vielleicht ein letzter Aspekt zu dem Antrag Senkung der Umsatzsteuer auf Kinderartikel und so weiter auf 7%. Wir brauchen
Kollege Günzler hat es ja auch schon bei den Umsatzsteuerreden immer wieder erwähnt, richtigerweise. Wir brauchen eine ehrliche Diskussion darüber, wie dieser Flickenteppich Umsatzsteuer sozusagen gestaltet werden kann und wie wir hier eine klare Linie reinbringen. Und wenn wir Familien weiter entlasten wollen, dann können wir das konsequenter mit dem bestehenden Steuersystem machen. Und wir haben Stellschrauben, die leider die Ampel leider nicht in der Weise nutzt. Zum Beispiel hätten wir die kalte Progression schon im Jahr 2022 abmildern können, hat die Ampel leider nicht vorgenommen. Wir hätten eine weitere Abflachung des Steuertarifs vornehmen können. Wir hätten eine weitere Abflachung des Steuertarifs durch Abbau des Mittelstandsbaus machen können, haben Sie nicht vorgenommen. Also, wenn wir hier auch die Debatte, ich habe es gerade erwähnt, um den alleinerziehenden Freibetrag, die Erhöhung haben Sie nicht vorgenommen. Also, wenn wir was tun wollen für Familien mit Kindern, haben wir genug Möglichkeiten. Wir können die gerne angehen. Ich freue mich auf eine Diskussion im Finanzausschuss über die verschiedenen Möglichkeiten. Wir müssen die Familien mit Kindern weiter voll im Blick haben, denn sie sind die Zukunft unseres Landes, die Kinder, und brauchen unsere Unterstützung und deswegen Freiheit für die Familien zu entscheiden, wie sie es umsetzen. Ich freue mich auf die Diskussion. Die Anträge lehnen wir aus den genannten Gründen ab. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Dr.